Kurzerhand nahm ich den mit. Der sah nämlich aus wie der Bretter Pitt. Der Wassermann. Zaghaft zog der Sesi runter. Ei, vor Schreck war ich dann ganz erstarrt. Ei, war der doch unrum behaart. Denn da gibt's bei mir KW und ach, ich bin halt für a saubere Sach. Schön, also sehr schöne Idee und auch sehr lustig. Ich glaube, passt toll für den Karneval. Ne? Fällt mir gerade so ein, wenn du sagst, ich bin halt für eine saubere Sache. Ja. Entweder machst du, ich bin halt für eine saubere Sache. Und zwar eins und zwei und drei und vier, dass du einfach sagst, ich bin halt für eine saubere Sache. Dass du das machst, du kannst natürlich auch mal die Klobürste und du kannst sagen, ich bin halt für eine saubere Sache. Oh, was sehe ich denn da? Das sieht super aus. Ich bin fast sprachlos. Wow. Und hast du so ein bisschen noch an deiner Nummer gearbeitet? Ich habe probiert, einiges rauszustreichen, ja. Okay. Damit wäre das knackig, kurz und flockig. Und das hört sich sehr gut an. Ich bin sehr, sehr gespannt. Der Typ sah aus wie ein Womanizer. Dabei war's der größte Scheiße. Da gibt's bei mir KW und ach, ich bin halt für eine saubere Sache. Fleißig. Super. Du bist ja selber oft im Karneval auf der Bühne oder selber gerne auf der Bühne. Gibt es denn eine tolle Gruppe oder ein Idol, was du gerne magst? Sascha. Hast du irgendwie ein Autogramm oder sowas von ihm? Ja, das haben wir. Das möchte ich mal sehen. Okay. Guck mal hier, ich kriege eine Gänsehaut so dick wie Erbsen. Unsere Martina mit dem Sascha. Nein. Jetzt. Original. Ungewaschen? Ja, ja. Ich kann es vor euch sehen. Darfst du es anfassen, ja? Also das ist das. Sascha, das riecht jetzt schon mehr, aber natürlich haben wir dran geschnüffelt, ja. So wie das ist als echte Fans. Komm, das ist ja kein Kaugummi drin, oder? Ah! Ich glaube, Pfefferminz, oder? Nein, um Gottes Willen. Also Martina, ich kann dir sagen, ich habe ein echtes Sascha-Kaugummi und es ist auch ein bisschen Lilly-Schweiß dran. Wir hoffen mal, dass dank Saschas Beistand das ihr zum Erfolg verhilft. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich freue mich.